Moin Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute Leute kommt auf jeden Fall das dritte Q&A Video online. Und für Leute habe ich euch gefragt, ob ihr mir auf jeden Fall ein paar Fragen stellen könnt. Und das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Danke auf jeden Fall an alle, die mir auf jeden Fall eine Frage gestellt haben. Wir fangen auf jeden Fall auch direkt an. Let's go! So, auf jeden Fall die allererste Frage. Also Kyle hat auf jeden Fall mehrere Fragen gestellt. Ich habe ja auch jetzt gerade den Namen gesagt. Kyle hat gefragt, kannst du versuchen, mehr Streams und so zu machen? Das Ding ist, Leute, eine Sache ist es, also das ist halt so immer bei mir, das kommt halt immer auf die Zeit an. Weil Leute, ihr müsst wissen, ich bin dienstags, mittwochs und donnerstags von 15.30 Uhr bis um 17 Uhr in der Nachhilfe. Und Freitag bin ich um von 15.30 Uhr bis 17 Uhr in der albanischen Schule. Das heißt, ich habe halt nur montags frei und montags kann ich immer die meisten Streams machen. Also ich kann montags immer so viele Streams machen, eigentlich wie ich will. Aber das Ding ist, Leute, das kommt halt auch wegen der Schule an. Zum Beispiel, wenn ich eine Arbeit schreibe, da muss ich halt lernen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr wisst auf jeden Fall schon, was ich meine. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit auf jeden Fall deine Frage beantworten. Wirst du versuchen, in deinen Sommerferien so manchmal zwei Streams am Tag zu machen, hat Kyle auch gefragt. Ja, das kann ich eigentlich versuchen, also wenn alles gut klappt und so weiter, dann kann ich das auf jeden Fall gerne machen. Was ist dein Lieblingsspiel zum Streamen mit anderen und ohne anderen? Das Ding ist, Leute, also mein Lieblingsspiel zurzeit ist eigentlich auch Fortnite, weil, also wie ich schon einmal im Stream gesagt habe, bin ich auf jeden Fall eigentlich sozusagen Brawl Stars gequittet, weil mir dieses Spiel einfach gar keinen Spaß mehr macht und ich streame das eigentlich nur wegen meinen Zuschauern, weil sie sonst sagen, warum machst du keinen Brawl Stars Streams mehr und so weiter. Und ich mache halt einfach für euch Brawl Stars, auch wenn es mir keinen Spaß macht. Deswegen mache ich halt auch öfter Minigames, statt das zu pushen. Die Frage ist, welche Frage soll ich stellen, hat Creamy Vince BS gestellt. Einfach eine Frage stellen. Wie hast du alle Brawler früher genannt? Also Leute, ich muss euch mal was erzählen. Ich habe damals immer wieder Crow und Colt verwechselt. Das muss ich euch auf jeden Fall sagen. Ich habe immer zu Colt Crow gesagt oder zu Crow Colt. Ist das los? Ja, also sonst habe ich eigentlich alle Brawler ganz normal genannt. Magst du Schule? Also das kommt auf jeden Fall eigentlich drauf an. So wenn, also manchmal gibt es wirklich Momente, wo ich mich auf die Schule freue. So zum Beispiel, wenn nach den Ferien freue ich mich auch schon oft auf die Schule wieder. Weil zum Beispiel, dass ich meine Freunde auch wieder sehe. Wisst ihr, was ich meine? Welche App benutzt du, um Streambots zu kriegen? Ich gehe einfach im Internet und suche nach Streambots, die währenddessen ich streame irgendwas in meinen Chat schreiben. Wie ihr wisst, benutze ich ja Stream Elements und ja, dafür muss man halt nur in der Website gehen und so weiter. Das ist eigentlich alles auch auf YouTube erklärt. Was machst du außer YouTube in deiner Freizeit? Ehrlich gesagt mache ich nicht so viel in meiner Freizeit. So manchmal zum Beispiel gehe ich mit Brawl of Breezy raus oder irgendwie ich gehe übernachten oder sowas. So halt habe ein bisschen Spaß, aber sonst mache ich eigentlich nichts Besonderes so in meiner Freizeit. Können wir bald zusammen ein Video aufnehmen, hat Rain David geschrieben. Ja, können wir machen. Was ist dein Lieblingsessen? Ich glaube, die meisten sollten das sogar wissen, weil das habe ich mal im Stream gesagt. Mein Lieblingsessen sind auf jeden Fall Nudeln. Also ich mag natürlich auch Pizza, so Döner, Burger, halt so Standardsachen, aber sowas wie Kartoffeln oder so. Ich bin ehrlich, Leute, ich mag nicht so wirklich Kartoffeln. Ich habe die damals immer gemacht, aber jetzt, keine Ahnung, nicht mehr. Vielleicht irgendwann bald wieder, aber es ist unterschiedlich bei mir. Heißt die Möglichkeit John oder Jon? Das ist auch eine meistgestellte Frage, Leute. Und zwar heiße ich in Wirklichkeit eigentlich Jon. Aber nur, Leute, ich heiße auf YouTube John Gaming, also John, weil ich mich damals John Gaming genannt habe. Und ich wollte einfach meinen Namen so lassen, weil ich bin halt damit groß geworden. Und ich wollte den Namen halt jetzt nicht ändern, weil zum Beispiel, wenn man halt jetzt dann auf YouTube meinen neuen Namen eingibt, dann findet man für mich vielleicht schwer oder das ist alles zu kompliziert. Also in Möglichkeit heiße ich eigentlich John. Jetzt, Leute, es gibt wirklich viele Zuschauer, die denken wirklich, dass ich John heiße, aber... ich heiße John. Das habe ich auch bei meiner Kanalinfo geschrieben, also das kann man dort auf jeden Fall auch lesen. Also in Wirklichkeit heiße ich John. Dankeschön für deine Frage. Wieso ist bei deinen Roblox-Streams immer so ein Monat Pause? Ja, Leute, das kommt halt drauf an, weil Leute, wie ihr wisst,
mache ich fast, also ich mache normalerweise fast immer seit langem meine Roblox Streams mit meinen Cousinen Diaz und Edunisa. Und öfter, wenn die nicht können, dann überlege ich, also mache ich einfach gar kein Roblox Stream, weil Leute, ihr müsst eine Sache wissen, manchmal habe ich echt keinen Bock auf Roblox alleine so zu spielen. So, wenn ich mit Edunisa oder Diaz bin, dann macht es mir manchmal mehr Spaß. Aber ich habe ja die letzten Tage, also ich habe schon die letzten Tage ein paar Mal Roblox wieder gestreamt. Ja, also mach mir wieder vielleicht ein bisschen Bock. Denkst du, dass du irgendwann die 1 Million Abonnenten knacken wirst? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil, Leute, ich weiß nicht, wie lange ich noch YouTube machen werde und so weiter und so fort. Und ja, deswegen, das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, also ich glaube nicht, dass ich die 1 Million Abonnenten erreichen werde, weil ich habe keine Ahnung, wie lange ich überhaupt noch YouTube mache. Und ja. Okay, also Yusuf hat mir auf jeden Fall ein paar Fragen gestellt, hat mir eine Frage gestellt. Soll ich deine Adresse liegen? Du weißt doch nicht mal, wo ich wohne! Und wenn schon, mach das nicht, das ist asozial. Bin ich der coolste Mod? Was sind eigentlich Fragen? Bin ich dumm? Hä, okay, Frage. Wie werden Fragen gefragt, wenn die Fragen zu einer anderen Frage gefragt werden? Ich sagte Fragen stellen, keine verwirrenden Gedanken! David hat mich gefragt, bin ich der aktivste Mod? Bin seit 7 Monaten komplett aktiv. Das Ding ist, Leute, ich will das halt jetzt nicht so im Video sagen, weil sonst fühlen sich vielleicht die meisten Mods von mir beleidigt oder so. Also dazu sage ich einfach mal besser gar nichts, weil, ja, ich möchte halt dazu besser nichts sagen. Warum ist die Banane krumm? Ey, komm, stellt mal doch normale Fragen. Wo wohnst du? Also, ich wohne in Deutschland. Ja, also, ich werde jetzt auch nicht sagen, wo ich wohne, weil ich habe keinen Bock, dass Zuschauer für meine Tür stehen und schreien. Ey, ist das schon Gaming? Hallo, wohnst du hier? Ja, also dazu kann ich eigentlich nicht viel sagen. Bundesland kann ich auch nur sagen, ich lebe in Rheinland-Pfalz. Warum streamst du nie Roblox? Ich hab doch die letzten Tage Roblox gestreamt. Ja, das waren eigentlich auch alle Fragen, Leute. Ich würde dann ansonsten auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst es auch gerne ein Like da. Abonniert nicht vergessen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall bis zum nächsten Video wieder. Ciao, Kakao.